Prishtha Baddha Paddha Prasaranasana ist eine Variation der sitzenden Grätsche. Ausgangsposition ist der Langsitz. Von hier gib die Beine so weit auseinander, wie du kannst. Dann beuge dich nach vorne, wenn du kannst, gib den Brustkorb auf den Boden. Und dann fasse mit den Händen um die Ellbogen. So öffnest du dich in Bauch und Brust umso mehr und kannst dich so ganz auf die Erde konzentrieren. Prasaranasana bedeutet ja, dass du die etwas gespreizt hast. Pada Prasaranasana ist eine Bezeichnung für die Grätschhaltung. Prishtha Baddha bedeutet die gebundenen Ellbogen. Prishtha hat etwas mit Ellbogen zu tun und Baddha heißt verschränkt. Es ist also die Grätstellung mit verschränkten Ellbogen hinter dem Rücken. Diese Stellung hat einige Wirkungen. Sri Yogeshwaranand Paramahamsa schreibt in seinem Buch First Step to Highest Yoga, die Nerven und die Muskeln im Becken- und Hüftbereich und die Oberschenkel werden gestärkt. Verstopfung wird gelöst und die Nieren und die Ausscheidungsorgane wirken effektiver. Diese Stellung hat also eine Wirkung gerade auf Apana Vayu, also die tiefste Prana-Strom, der in Verbindung steht eben mit Ausscheidungen und mit Nieren und mit vielem anderen.